Oh Junge, auf einer archäologischen Expedition steigt Willi in eine Höhle. Die hat drei Ausgänge, doch nur einer davon ist ungefährlich. Seiner Karte zufolge befindet sich hinter dem ersten Ausgang ein Teich, in dem alles verloren geht. Der zweite Ausgang führt zu gefährlichen Dinosauriern, die ihn bei lebendigem Leibe fressen. Der dritte Weg führt in einen ausbrechenden Vulkan. Welcher Weg ist ungefährlich? Der zweite. Dinosaurier sind vor vielen Jahren ausgestorben. Du läufst vor einem Rudel Zombies davon und gelangst an drei Türen. Hinter der ersten wütet ein wildes Feuer. Hinter der zweiten befindet sich ein See. Und hinter der dritten wartet eine giftige Schlange. Für welchen Weg entscheidest du dich? Ich würde dir ja den zweiten empfehlen. Es ist nur ein See, du kannst ganz einfach davon schwimmen. Du schaffst das. Während seines Dschungelurlaubs wird André von einem Stamm gefangen. Die Einheimischen fesseln ihn und drohen damit, ihn in eine von drei Gruben zu werfen. Welche ist ihm überlassen? Die erste ist von Zombies bevölkert, in der zweiten tobt ein Feuer und in der dritten wachsen gigantische Kannenpflanzen. Für welche Grube sollte André sich entscheiden? Er sollte sich für die dritte entscheiden. Kannenpflanzen fressen nur Insekten, für Menschen sind sie ungefährlich. Anton ruft die Polizei, weil jemand in sein Haus eingebrochen ist. Als Kommissar Knölling bei ihm eintrifft, bittet er Anton, ihm zu berichten, was passiert ist. Er erklärt, dass er in sein Zimmer gekommen ist und jemanden aus dem Fenster hat springen sehen. Er oder sie muss ihn vorher gehört haben. Dann hat er seinen Schreibtisch überprüft und gemerkt, dass ihm Geld gestohlen wurde. Kommissar Knölling fragt Anton, ob er noch irgendetwas anderes angefasst hat, was dieser verneint. Daraufhin erklärt Knölling den Fall für abgeschlossen und weigert sich weiter zu ermitteln. Errätst du wieso? Der Einbrecher hätte unmöglich aus dem Fenster springen können, ohne auf das Bett zu steigen. Doch das Bett ist gemacht und unberührt und Anton hat erklärt, er hätte nichts angefasst. Das heißt, es gab keinen Einbrecher. Nora ist Archäologin und sucht nach einem Piratenschatz. In einer der Höhlen auf einer portugiesischen Insel findet sie ihn endlich. Er besteht aus drei Truhen, von denen nur eine mit Gold und Edelsteinen gefüllt ist. Wenn sie allerdings die falsche Kiste öffnet, würden ihr furchtbare Dinge zustoßen. Glücklicherweise steht auf jeder Truhe eine Aussage, von denen jedoch nur eine stimmt. 1. Der Schatz ist in dieser Truhe. 2. Der Schatz ist nicht in dieser Truhe. Und 3. Der Schatz ist nicht in Truhe Nummer 1. In welcher Truhe befindet sich der Schatz? Lösen wir das Ganze Schritt für Schritt. Falls die erste Aussage stimmt, befindet sich der Schatz in der ersten Truhe und die anderen Aussagen sind falsch. In diesem Fall wäre aber auch die zweite Aussage korrekt, also falsch geraten. Sollte die zweite Aussage stimmen, dann wäre der Schatz nicht in der ersten Truhe. In der zweiten ist er dann allerdings auch nicht, so wie die Aussage angibt. Also muss er sich in der dritten befinden. Dann wäre die dritte Aussage allerdings ebenfalls korrekt, obwohl sie es nicht sein sollte. Stimmt hingegen die dritte Aussage, bedeutet das, dass die erste Aussage falsch ist. Der Schatz ist also nicht in der ersten Truhe. Da die zweite dann ebenfalls falsch ist, muss der Schatz sich dort befinden. Jetzt gibt es keine Widersprüche mehr und der Schatz muss in der zweiten Truhe sein. Wow, hat noch jemand außer mir Truhenweh? Niemand? Okay. Sascha und Emma sind Brieffreundinnen. Sascha erklärt, dass sie im Winter Geburtstag hat und Emmas Geburtstag ist im Sommer. Ein paar Monate später feiern sie allerdings am gleichen Tag Geburtstag. Trotzdem hat keine von ihnen gelogen. Wie ist das möglich? Sie leben auf verschiedenen Erdhalbkugeln. Wenn es in den USA Winter ist, ist es in Australien Sommer und andersherum. Frau Fitz kommt von der Arbeit nach Hause und merkt, dass ihre Lieblingstasse kaputt ist. Sie fragt ihre Töchter, wer das war. Kathi antwortet, ich war es nicht. Sarah sagt, ich war es auch nicht. Hannah antwortet, es war Sarah.
Frau Fitz kennt ihre Töchter sehr gut und weiß, was passiert ist. Nur eines der Mädchen sagt die Wahrheit. Errätst du, wer die Tasse zerbrochen hat? Wenn Kathi die Wahrheit sagt, dann war es zuerst einmal nicht sie, die die Tasse zerbrochen hat. Zweitens lügen die anderen zwei Mädchen. Sarah lügt, daraus lässt sich schließen, dass sie es war. Aber dann hat Hannah recht und das ist ein Widerspruch. Sagen wir, Hannah hat recht. Dann war es Sarah, die die Tasse zerbrochen hat und Sarah lügt. Aber dann sagt auch Kathi die Wahrheit, weil sie es nicht war. Also sagt Sarah die Wahrheit. Sie meint, sie war es nicht, also können wir ihr glauben und Kathi und Hannah lügen. Kathi sagt, sie war es nicht, also war sie es. Und Hannah gibt Sarah die Schuld, was eine Lüge ist. Also ist Sarah die Ehrliche in der Runde und Kathi ist die Schuldige. Hannah ist einfach eine Lügnerin. Und sie sagte ja. Sie schwamm zur Unterwasserhexe, um einen Trank zu kaufen, mit dem sie 24 Stunden lang menschliche Beine bekam. Die Tür zum Haus der Hexe war verschlossen und auf dem Zettel stand, wenn du mich sehen willst, musst du erst den Schlüssel finden. Hilf Martina, den Schlüssel zu finden. Da ist er. Martina öffnete die Tür mit dem Schlüssel und stand vor einer weiteren Tür, für die sie ein Passwort brauchte. An der Tür hing ein Zettel. Was hat 88 Schlüssel, kann aber keine einzige Tür öffnen? Kannst du Martina helfen, das Passwort zu knacken? Es ist ein Klavier. Martina hatte kein Geld. Die Hexe bot ihr aber einen Deal an. Wenn du mein Rätsel löst, bekommst du den Trank umsonst. Aber wenn du es falsch löst, wirst du für immer meine Dienerin sein. Also hör zu. 2 in einem Ganzen und 4 in einem Paar. 6 sind ein Trio und 8 ein Quartett. Was du brauchst, ist mein Name, der nur zu mir passt. Was bin ich? Martina löste das Rätsel auf Anhieb und bekam ihren Zaubertrank. Was ist mit dir? Die richtige Antwort ist die Hälfte. Martina bekam das Mittel, trank es und verwandelte sich in einen Menschen. Es gab 3 Wege, die sie nehmen konnte, um zum Treffpunkt zu kommen. Der erste Weg führte durch ein von Vampiren bewohntes Dorf. Am zweiten Weg wuchsen giftige Blumen, die sie um den Verstand bringen konnten. Und der dritte Weg führte durch einen verwunschenen Wald, der jegliche Magie blockierte und allen Zauber rückgängig machte. Welchen Weg soll Martina wählen? Der erste Weg ist der sicherste. Es ist ein sonniger Tag, die Vampire werden also schlafen. Rick und Martina trafen sich in einem Restaurant, das 3 Meerjungfrauen heißt. Aber am Schild hängen nur 2 Statuen von Meerjungfrauen. Der Besitzer des Restaurants, Victor, ist sich dessen bewusst und könnte das Problem leicht beheben. Aber er tut es nicht. Warum nicht? Das ist seine Geschäftsstrategie. Passanten sehen, dass eine Meerjungfrau fehlt, gehen rein, um den Besitzer darüber zu informieren und bleiben dann gleich zum Essen. Rick ist Detektiv auf dem Polizeirevier. Während er mit Martina zu Abend aß, erhielt er einen dringenden Anruf von der Arbeit. Jakob, ein Landhausbesitzer, sagte, dass seine Haushälterin versucht habe, ihn loszuwerden. Am Abend zuvor hatte die Haushälterin ihm einen Apfel zum Nachtisch serviert. Der Mann biss ab und wurde ohnmächtig. Er wachte am nächsten Morgen auf und alarmierte sofort die Polizei. Rick und Martina gingen zum Tatort. Die Haushälterin leugnete alles. Martina wusste nicht, wem sie glauben sollte. Aber als Rick den Tatort untersuchte, war ihm sofort klar, wer gelogen hatte. Wer ist der Lügner, die Haushälterin oder der Besitzer? Der Besitzer sagte, er habe am Vortag in den vergifteten Apfel gebissen. Wenn es am Tag zuvor passiert ist, dann müsste der Apfel jetzt braun sein. Ist er aber nicht. Der Mann muss in den Apfel gebissen haben, kurz bevor er die Polizei anrief. Martina bemerkte diesen Hinweis nicht, weil sie nicht an Land wohnte. Rick und Martina machten ein Picknick in einem Sonnenblumenfeld. Aber irgendetwas stimmte nicht. Hast du eine Ahnung, was?
Der Wind bläst die Wolken nach rechts, aber die Sonnenblumen schwingen nach links. Das ist unmöglich. Martina schlief auf der Decke ein. Als sie aufwachte, war Rick weg. Sie sah sich um und erblickte einen bösen Elf. Er sagte, ich habe deinen Freund ins Gefängnis gesteckt, kleine Meerjungfrau. Wenn du ihn wiedersehen willst, musst du mein Rätsel lösen. Ich bin rot, blau, lila und grün. Keiner kann mich erreichen, nicht einmal die Königin. Was bin ich? Hilf ihr, Rick zu retten. Die richtige Antwort lautet Regenbogen. Der Elf nahm Martina mit in sein geheimes Labor. Er sagte, ich habe deinen Freund geklont, also brauchen wir den echten nicht mehr. Du kannst ihn mit nach Hause nehmen. Ich weiß nur nicht mehr, wer der echte Rick ist, aber du solltest es wissen. Kannst du Martina sagen, welcher dieser Typen ihr Rick ist? Dieser Typ hat 3 Finger. Die Zähne von diesem Rick sind zu scharf für einen Menschen. Diesem Rick fehlen die Augenbrauen. Und dieser hier hat spitze Ohren. Er ist also der einzige echte Mensch. Der Elf ließ Rick und Martina gehen. Beide wollten schnell weg von diesem Labor. Dann begann es heftig zu regnen und sie suchten Unterschlupf in einem alten, gruseligen Schloss. Als sie das Gebäude betraten, sahen sie einen wunderschönen Springbrunnen. Dann merkten Rick und Martina, dass sie nicht alleine waren. In diesem Schloss gab es viele Geister. Finde heraus, wie viele es sind. In diesem Raum sind 7 Geister zu sehen. Einer versteckt sich im Springbrunnen. Aber der Typ da oben ist kein Geist. Er hat Füße und schwitzt. Er ist der Besitzer des Schlosses. Paul und Stefan setzen ihre Reise fort. Am Abend treffen sie an einer Bushaltestelle auf 3 Anhalter. Sie können aber nur einen mitnehmen. Für wen sollten sie sich entscheiden? Diese hübsche Frau ist ein Werwolf. Sieh dir ihre Füße an. Sie beginnt schon, sich im Vollmond zu verwandeln. Und diese harmlos scheinende ältere Dame ist eine gesuchte Verbrecherin. Sieh dir die Suchanzeige in der Bushaltestelle an. Das ist doch ein Bild von ihr. Der Mann sieht recht ungefährlich aus. Ja, seine Kleidung ist mit irgendetwas Rotem bekleckert, aber das ist bestimmt nur Farbe. Ha, schau an, der Mann ist ein Künstler. Sein Rucksack ist voller Malutensilien. Der Künstler heißt Gregor und erzählt den Männern von einem weiteren geheimnisvollen Ort. Die Einheimischen nennen es das Geisterhaus. Vor einer Woche hat Gregor seltsame Geräusche aus dem Inneren gehört. Er war hineingegangen und nur eine Minute später schreiend davongelaufen. Was hat ihm denn so Angst eingejagt? Das Porträt von diesem gruseligen Clown bewegt sich. Stefan und Paul wollen das Geisterhaus erkunden. Als sie eintreten, sehen sie kein Gemälde von einem Clown, aber sie hören Schreie aus dem Keller. Sie gehen nach unten und entdecken einen Lautsprecher, der das Geschrei abspielt. Im Schrank hängt ein Clownskostüm. Stefan und Paul können unter den Nachbarn 3 Verdächtige ausmachen und stellen nur eine Frage. Was habt ihr vor einer Woche gemacht? Herr Dräger antwortet, ich war 2 Wochen lang in Spanien im Urlaub und bin erst gestern zurückgekommen. Jessica sagt, ich habe sehr sensible Haut und würde nie eine Clownsmaske tragen. Henry versichert, dass er sich rund um die Uhr auf eine Prüfung vorbereitet hätte. Wer lügt? Jessica, Stefan und Peter haben nichts von einem Clown gesagt. Trotzdem verteidigt sie sich. Die Freunde kommen an einem Krankenhaus an, wo sie den berühmten Professor Dr. Thomas interviewen wollen. Doch erst muss er 4 Patienten helfen. Konrad beschwert sich, ich leide an Mysophobie. Ich wasche mir 100-mal am Tag die Hände. Katja erklärt, ich habe extreme Höhenangst. Ich kann nicht mal Fahrrad fahren. Fred beklagt sich, ich habe Angst vor Wasser. Sogar ein Wasserhahn macht mir Angst. Und Jana behauptet, sie hätte Klaustrophobie und würde im Aufzug stets ohnmächtig werden. Dr. Thomas weiß genau, dass nur eine dieser Personen die Wahrheit sagt. Weißt du, wer es ist? Fred K.
kann keine Angst vor Wasser haben, er hat ein Aquarium mit Fischen. Jana lebt in einem kleinen Wohnwagen, also kann sie keine Klaustrophobie haben. Und Konrads Wohnung ist zu schmutzig für jemanden, der Angst vor Schmutz und Keimen hat. Also ist es Katja. Sie schläft sogar auf dem Boden. Das kommt bei Menschen mit abnormaler Höhenangst häufiger vor. Nächster Halt, gruselige Höhlen. Stefan und Peter sehen sich eine alte Ruine mitten im Wald an. Dort sind schon viele Menschen verschwunden. Die Männer hören seltsame Schreie aus der Höhle, laufen auf das Geräusch zu und verlaufen sich. Dann sehen sie drei Tunnel. Der erste brennt lichterloh, im zweiten lauert ein hungriger Vampir und der dritte ist mit giftigen Äpfeln gefüllt. Für welchen Weg sollten sie sich entscheiden? Der dritte Tunnel ist sicher. Sie brauchen die giftigen Äpfel ja nicht zu essen. Puh. Nach diesem atemberaubenden Abenteuer in den Höhlen gehen Stefan und Paul im Supermarkt einkaufen. Ich vermute, diese Äpfel haben sie hungrig gemacht. Findest du den Geist im Raum? Da ist er. Die beiden haben gehört, dass in dieser verlassenen Stadt Zombies gesichtet wurden, also legen sie einen Stopp ein und sehen sich selbst um. Die Stadt sieht verlassen aus, die Männer sind richtig enttäuscht. Doch dann taucht aus dem Nichts plötzlich ein ganzes Rudel hungriger Zombies auf und macht Jagd auf sie. Die Männer rennen in ein Krankenhaus und verschließen die Tür. Doch die Zombies brechen ein. Zum Glück kommt schon ein Rettungsteam mit einem Hubschrauber. Es wird auf dem Dach landen. Stefan und Peter müssen so schnell wie möglich dorthin. Zeige ihnen den kürzesten Weg. Das ist der kürzeste Weg. Nachdem sie gerettet sind, werden die beiden zu einem Fallschirmsprung eingeladen. Vor dem Sprung machen sie im Flugzeug Fotos. Weißt du, welche Person in Gefahr schwebt? Dieser Mann, er trägt nur einen einfachen Rucksack statt eines Fallschirms. Die Männer halten nun an einem berühmten, mysteriösen See und gehen angeln. Plötzlich springt eine Meerjungfrau aus dem Wasser und zerrt Stefan in die Tiefe. Paul springt natürlich hinterher, um seinen Freund zu retten. Er findet Stefan mit Seegras an einen Felsbrocken gefesselt vor. Drei Meerjungfrauen umschwärmen Stefan und singen. Als sie Paul bemerken, sagen sie, wir lassen deinen Freund frei, wenn du errätst, wer von uns keine echte Meerjungfrau ist. Kannst du ihm helfen? Diese Dame hier, ihre Schwanzflosse, ist nicht echt. Vor dem Abendessen wollten Kevins Brüder ihm und Jill einen Streich spielen. Sie stellten drei Schüsseln Snacks hin, doch nur in einer Schüssel gibt es etwas wirklich Genießbares. Für welche Schüssel sollten sich Kevin und Jill entscheiden? In der ersten Schüssel waren Spinnen. Die zweite Schüssel enthält nicht nur Chips, sondern auch Lego-Teile. Und in der dritten Schüssel sind ein paar alte Socken untergekommen. Die sicherste Option wäre also die zweite Schüssel. Die beiden müssen die Lego-Teile nur aussortieren. Beim Abendessen stellt Kevins Mutter Jill einige sehr unangenehme Fragen. Jill hat vier Sachen von sich preisgegeben. Auf ihrem College war sie die Jahresbeste. Sie trägt keine Tattoos. Jill und Kevin haben sich online kennengelernt und ihre Lieblingsfarbe ist blau. Doch nur drei Fakten sind wahr. Was stimmt nicht? Jill hat ein Tattoo. Schau mal, ihr Fußgelenk. Am nächsten Morgen hat sich die ganze Familie im Wohnzimmer versammelt, um zu frühstücken und Geschenke auszupacken. Welches Geschenk hat Jill von Kevins Mutter bekommen? Dieses blaue Geschenk. Es ist das einzige mit einer anderen Farbe. Kevins Mutter wusste wohl, dass Jill vorbeikommen würde, nachdem sie Bescherung mit ihrer Familie hatte. Außerdem hat Jill erwähnt, dass ihre Lieblingsfarbe blau sei.
Kevin und Jill gingen in der Nähe wandern. Es fing an zu schneien, also verbrachten sie eine romantische Nacht im Wald. Sie haben sich eine süße Hütte gemietet. Am nächsten Morgen stieg Jill aus dem Bett und bemerkte, dass die Rucksäcke verschwunden waren. Sieh dir mal das Bild an. Errätst du, wer das Zeug gestohlen hat? Kevins Brüder stecken wieder dahinter. Im Schnee sind Fußspuren zweier Personen zu sehen und einer der Brüder hat einen seiner lila Handschuhe fallen lassen. Kevins Brüder sprangen also aus der Scheune heraus, in der sie sich versteckt hatten. Sie hatten Lust auf einen Spaziergang und entdeckten eine geheime Basis in den Bergen. Sie war gut bewacht, doch Mike konnte eine offene Tür erspähen. Als Mike eintrat, fiel die Tür hinter ihm zu. Vor ihm standen drei Tonnen. In der ersten loderte ein Feuer, die zweite war voller Säure und in der dritten steckte eine angeschaltete Kettensäge. Plötzlich ertönte eine geheimnisvolle Stimme. In jeder Tonne gibt es einen Schlüssel für die Flucht. Du darfst die Tonne nicht bewegen. Wie ist Mike entkommen? Er hat ein paar Eiszapfen von der Decke gepflückt und in die erste Tonne geworfen. Das Eis ist geschmolzen und das Feuer wurde gelöscht. Die beiden setzten ihre Reise fort. Bald darauf machten sie eine Pause und snackten etwas. Kevins zweiter Bruder Andy entdeckte eine Höhle. Als er sie betrat, war der Ausgang verschwunden. Nun musste er sich zwischen drei Türen entscheiden. Hinter der ersten warteten giftige Skorpione. Hinter der zweiten war ein Schlaftrank aufgestellt, den er leer machen musste. Und hinter der dritten brüllte ein hungriger Tiger. Für welche Tür sollte sich Andy entscheiden? Er sollte den Schlaftrank nehmen, ihn über sein Sandwich kippen und dem Tiger zum Fraß vorwerfen. Sobald der Tiger in den Schlaf fällt, kann Andy durch die dritte Tür entkommen. Jill, Kevin, Andy und Mike gingen nach Hause, als sie bemerkten, dass ihnen Pumas auflauerten. Die vier rannten um ihr Leben und trafen auf einen Tunnel. Der war echt dunkel und gruselig. Sie haben nur 12 Minuten, um ihn zu durchqueren. Mike braucht 1 Minute, Andy 2, Jill 4 und Kevin 5 Minuten. Sie teilten sich in 2 Paare auf. Die Kids haben nur 1 Taschenlampe und zu viert können sie auf keinen Fall durch den Tunnel. Wie kommen sie da durch? Andy und Mike gehen zuerst mit der Taschenlampe durch den Tunnel und brauchen 2 Minuten. Mike geht dann zurück. 9 Minuten bleiben übrig. Kevin und Jill rennen nun mit dem Licht durch den Tunnel und übergeben es an Andy. Das dauert weitere 5 Minuten. Andy holt dann Mike ab und zusammen brauchen sie nochmal die verbleibenden 2 Minuten. Kevin und Jill waren zurück zu Hause, doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Ihre Wohnung wurde gestern ausgeraubt. Sie riefen die Polizei und befragten die Nachbarn. Dan sagte, er habe die Ferien auf der Arbeit verbracht und sei gar nicht zu Hause gewesen. Vicky habe die ganze Zeit Kopfhörer getragen und Musik gemacht. Sie habe nichts mitbekommen. Und Emily sei bei ihrer Schwester gewesen, weil die Renovierungsarbeiten in ihrer Wohnung fertiggestellt worden sind. Wer lügt? Emily, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, warum sieht ihre Wohnung dann aus wie bei Hempels unterm Sofa? Wo sind meine Angestellten? Brüllt der Chef. Er ist sauer, weil 3 Leute nicht im Büro aufgetaucht sind. Er ruft jeden an, um den Grund zu erfragen. Alle 3 sagen, sie wären krank. Er glaubt ihnen nicht und zitiert sie ins Büro. Marie trägt eine warme Jacke, Schal und Mütze. Sie niest, hustet und sieht krank aus. Laura geht auf Krücken, ihr Bein liegt im Gips. Etwas später taucht Michael auf. Seine Hand ist verletzt und er kann nicht tippen. Der Chef ist sicher, dass einer simuliert. Wer ist es? Michaels linker Arm ist gebrochen, aber sein Handy steckt in seiner linken Tasche. Er muss es mit seinem gebrochenen Arm eingesteckt haben, also simuliert er. Er wollte offenbar nur nicht zur Arbeit kommen. Jonas geht durch den Wald. Ihm ist kalt, er ist hungrig und er hat sich verlaufen.
Er geht ein paar Schritte, weil er etwas gehört hat. Er folgt dem Geräusch und kommt an eine große Lichtung. Dort stehen drei Häuser. In welches sollte er gehen? Das linke Haus ist fest verschlossen. An der Tür hängt ein Vorhängeschloss. Das rechte Haus scheint sicher, aber sieh dir die Fußspuren an. Sie führen zur Haustür und scheinen einem Wolf zu gehören. Jonas sollte in das mittlere Haus gehen. Ein Wanderer lief mehrere Stunden durch die Wüste. Er hatte kein Wasser mehr und wurde immer schwächer. Er schleppte sich einen kleinen Hügel hinauf und erspähte drei Seen. Sie sind weit voneinander entfernt und nur einer ist echt. Hilft dem Wanderer, die Realität von der Illusion zu unterscheiden. Um die Seen stehen Palmen, aber nur eine von ihnen spiegelt die Palmen auch. Das ist der echte See. Du wanderst an einem Strand entlang. Plötzlich hörst du einen Schrei. Eine Frau ruft um Hilfe. Sie ertrinkt. Du rennst ins Wasser und schwimmst zu ihr. Als du ankommst, tauchen drei weitere Personen auf. Sie alle schreien, aber nur einer benötigt wirklich Hilfe. Die anderen sind Meerjungfrauen oder Wassermänner, die dich in ihr Reich verschleppen wollen. Wie findest du heraus, wer menschlich ist? Tauche ab und schau dir an, wer eine Schwanzflosse hat. Richard liebt verlassene Gebäude und alte Schlösser. Heute besucht er ein großes Haus, das vor langer Zeit einem Vampir gehört hatte. Zumindest einer Legende nach. Richard glaubt das natürlich nicht. Er zückt seine Kamera und stiefelt los. Im Haus ist es kalt und dunkel. Im Korridor knirscht es. Richard leuchtet mit seiner Taschenlampe und sieht drei Vampire. Richard flieht, doch dann kehrt er nochmal um. Diese Vampire sind doch nicht echt, oder? Wie kommt er darauf? Der erste Vampir spiegelt sich in einem Spiegel. Der zweite Vampir hat keine spitzen Eckzähne. Und der dritte, der scheint doch echt zu sein. Lauf! Nun besichtigt Richard ein verlassenes Krankenhaus. Es gibt Gerüchte, dass dort Werwölfe leben. Richard hält das für ein Märchen. Er läuft die ganze Nacht durch das dunkle Krankenhaus und kann nichts entdecken. Als er wieder gehen will, blockieren drei Männer den Ausgang. Sie heulen und knurren. Welcher von ihnen ist ein echter Werwolf? Keiner. Der Vollmond scheint direkt durch das Fenster und keiner von ihnen hat sich verwandelt. Trotzdem läuft Richard davon. Diese Männer scheinen wirklich verrückt zu sein. Ein reicher Mann kommt zu einer Ausstellung moderner Kunst. Er möchte ein neues Gemälde für seine Sammlung kaufen. Der Galerist zeigt ihm drei Arbeiten verschiedener Künstler. Auf dem ersten Bild ist ein grünes Dreieck mit einer Sonnenblume. Das zweite Bild zeigt einen Tiger, der mit seinem Handy ein Selfie macht. Auf dem dritten Bild ist ein fliegendes Haus zu sehen. Der Sammler ist sicher, dass eines der Bilder eine Fälschung ist. Welches? Jede Leinwand trägt die Signatur des Künstlers und das Datum, wann es gemalt wurde. Das Bild mit dem Tiger ist auf 1957 datiert. Doch zu dieser Zeit gab es weder Handys noch Selfies. Das Gemälde ist eine Fälschung. Martin ist nervös, weil er heute zum ersten Mal als DJ bei einem Musikfestival arbeitet. Er geht auf die Bühne, die Masse applaudiert. Martin setzt seine Kopfhörer auf und spielt das erste Lied. Die Musik läuft, aber die Leute tanzen nicht. Warum? Die Musik ist nur in Martins Kopfhörern zu hören. Die Lautsprecher sind nicht angeschlossen. Die Menschen sitzen auf ihren Plätzen. Die Lichter gehen aus. Jemand knuspert Popcorn, ein anderer trinkt Brause. Der Film beginnt. Es ist ein Horrorstreifen. Jemand schreit. Der Kartenkontrolleur betritt den Saal. Mehrere Menschen haben nicht bezahlt. Rate wer? Niemand hat eine Kinokarte. An der Hintertür steht freier Eintritt. Jakob lief durch eine alte, verlassene Stadt in der Wüste.
Irgendwo hier lag ein Schatz. Jakob sah auf seine Karte und fand den richtigen Ort. Er begann zu graben. 6 Stunden später war er erschöpft, doch da traf seine Schaufel auf etwas Hartes, eine Truhe. Jakob zog sie hervor, knackte das rostige Schloss und öffnete sie. Jede einzelne war tausende Euro wert. Jakob war reich. Doch er sollte sich nicht zu früh freuen. Denn das waren nur Fälschungen. Woran erkennt man das? Auf jeder Münze steht ein Datum, 145 vor Christus. Sie scheinen wirklich alt zu sein. Aber die Menschen, die damals lebten, wussten gar nicht, dass sie 145 Jahre vor Christus lebten und konnten es daher auch nicht auf ihren Münzen prägen. Am Abend gegen 20 Uhr wurde Bella sehr hungrig. Sie ging los, um sich etwas zu essen zu holen. Sie fand ein gemütliches Restaurant. Als Bella hineinging, wurde sie Zeuge eines heftigen Streits zwischen dem Kellner und einem Kunden. Der Kunde behauptete, er habe Tomatensuppe bestellt. Der Kellner aber behauptete, er habe nur heiße Schokolade bestellt. Bella erkannte sofort, wer von beiden log. Du auch? Der Kunde lügt. Auf der Anzeige an der Wand steht, dass Suppe nur von 13 bis 16 Uhr serviert wird. Der Kellner hätte diese Bestellung also nicht angenommen. Bella bestellte ihr Abendessen. Während sie wartete, schaute sie sich um und bemerkte ein merkwürdiges Detail. Kannst du es auch sehen? Dieser Mann bezahlt sein Essen mit Baumblättern statt mit Geld. Der Kellner servierte Bella ihr Gericht. Sie wollte gerade mit dem Essen anfangen, als 2 Frauen anfingen, über ihre VIP-Reservierung zu streiten. Julia behauptete, dass sie den VIP-Raum im Voraus reserviert hätte, um ihren Hochzeitstag zu feiern. Und Letizia sagte, auf keinen Fall, heute ist meine Geburtstagsparty. Ich habe den Manager gestern angerufen und er hat mir den VIP-Raum versprochen. Der Manager sagte, meine Damen, es tut mir sehr leid, aber das Buchungssystem ist abgestürzt und hat beide Reservierungen gelöscht. Der VIP-Raum ist heute nicht verfügbar. Kann ich noch etwas für Sie tun? Wer lügt hier? Der Manager, wirf einen Blick auf den Bildschirm. Julias Reservierung ist noch da. Er hat gelogen, weil Letizia ihm viel Trinkgeld gegeben hat, um den VIP-Raum ohne Reservierung zu bekommen. Siehst du? Junge, Junge, das ist ein verrücktes Restaurant. Hoffentlich ist das Essen es wert. Nach dem Essen sah Bella Letizia in der Damentoilette. Sie weinte. Bella fragte, was ist passiert? Letizia hat nichts gesagt. Sie gab Bella nur ihr Handy und zeigte ihr den Chat mit ihrem Freund. Kannst du sagen, warum Letizia so aufgebracht war? Ihr Freund ist nicht zu ihrer Geburtstagsparty gekommen. Schlimmer noch, er hat gelogen, dass seine Mutter krank sei, um auf eine Poolparty zu gehen. Schau dir die Reflexion in seiner Sonnenbrille an. Scheint, als hätte er Spaß. Letizia war so dankbar für Bellas Unterstützung, dass sie ihr VIP-Opernkarten schenkte. Die Aufführung war für den nächsten Tag geplant. Jetzt musste Bella ein Abendkleid finden. Sie machte sich mit Kelly und Sarah auf den Weg zum Einkaufszentrum. Doch als sie dort ankamen, bemerkten sie etwas sehr Merkwürdiges. Siehst du es auch? Diese Schaufensterpuppe hat 3 Arme. Kannst du erkennen, was hier nicht stimmt? Die Größen der Kleidungsstücke stimmen nicht mit den Größen auf den Bügeln überein. Was ist mit der Umkleidekabine? Irgendwelche merkwürdigen Details?
Diese haarigen Pfoten mit Krallen können keinem Menschen gehören. Nach einem leckeren Abendessen bot Noah Kati an, sich ein Besucherbett auszusuchen. Es gab 3 Optionen, doch nur eine war sicher. Option Nummer 1, ein weiches Bett auf dem Speicher. Option Nummer 2, ein bequemes Sofa im Keller. Und Option Nummer 3, eine Hängematte auf dem Balkon. Leider schwirren jede Nacht mutierte Mücken herum. Ihr Gift ist für Elfen ungefährlich, nicht aber für Menschen. Welche Schlafgelegenheit sollte Kati wählen? Aus dem ersten Bett ragen Federn hervor. Das sieht nicht sehr einladend aus. Das Sofa ist voller Bettwanzen. Vermutlich auch keine nette Gesellschaft. Kati sollte in der Hängematte schlafen und sich mit dem Fliegennetz die fiesen Insekten vom Hals halten. Am nächsten Morgen hatte Noah einen Termin. Er bot Kati an, ihn später in einem hippen Elfencafé zu treffen. 4 Kellner begrüßten Kati, als sie ankam. Doch einer von ihnen ist nicht echt. Weißt du welcher? Siehst du das? Dieser Typ ist ein Verbrecher. Noah war spät dran und Kati bestellte sich schon mal etwas zu essen. Dann ging sie zur Toilette und ließ ihre Handtasche auf dem Tisch stehen. Frag mich nicht warum. Als sie zurückkam, saß Noah am Tisch. Ihre Bestellung war angekommen und ihre Handtasche war noch da. Aber das Geld aus ihrem Portemonnaie war verschwunden. Schnell standen 3 Verdächtige fest. Noah sagte, er wäre eben erst angekommen und hätte nichts Verdächtiges gesehen. Der Kellner meinte, ich habe ihre Bestellung gebracht, aber keine Geldbörse gesehen. Die Reinigungskraft erwiderte, sie hätte nur den Tisch abgewischt, das Portemonnaie aber nicht angerührt. Auf der Börse wurden nur Fingerabdrücke von Kati gefunden. Wer hat das Geld gestohlen? Die Reinigungskraft. Sie hat Handschuhe an, darum hat sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. Kati hatte kein Elfengeld, daher bot Noah an, für sie zu bezahlen. Doch erst musste sie ein Rätsel lösen. Was beginnt mit einem T, endet mit einem T und enthält auch noch T? Kati wusste die Lösung. Weißt du sie auch? Die richtige Antwort lautet Teeblatt. Kati fand im Waschbecken auf der Damentoilette ein wunderschönes Diamantkrönchen. 3 Elfen erhoben Anspruch auf das Diadem. Jakob sagte, diese Tiara gehört meiner Mutter. Wir geben sie seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weiter. Ich habe gemerkt, dass sie weg ist, als ich von der Toilette kam. Fiona sagte, sie hätte das Diadem bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Sie zeigte Kati sogar ein Foto. Jessica sagte, wenn an der Tiara ein kleiner Smaragd fehlt, ist das meine. Ich habe den Stein letzten Sommer bei einer Party verloren. Kati gab Jessica das Diadem. Warum? Jakob durfte überhaupt nicht auf die Damentoilette gehen. Die Steine von Fionas Diadem sind blau und nicht grün. Und Jessica war die Einzige, die von dem fehlenden Stein wusste. Kati betrat einen Elfengeschenkeladen, um Souvenirs für ihre Familie zu kaufen. Nach ihr kamen 3 magische Wesen herein. Alles war gut, bis Kati plötzlich ein lautes Schreien hörte. Sie drehte sich um und sah einen Elf bäuchlings auf dem Tisch liegen. Sie rief die Polizei an und meldete den Vorfall. Ein Beamter kam und befragte die anderen 3 Kunden, was sie getan hatten, als der Schrei zu hören war. Der Kobold sagte, ich habe vorne Postkarten ausgesucht. Die Meerjungfrau hatte nach der perfekten Souvenirtasse gesucht und sie wegen des Schreis fallen lassen. Die Scherben lagen noch am Boden. Und der Zauberer behauptete, ich habe mein Horoskop gelesen. Mein Sternzeichen ist Venus und mein Astrologe hat mir versprochen, dass heute der friedvollste Tag meines Lebens sein wird. Ja, ganz genau. Kannst du Kati helfen, den Täter dingfest zu machen? Es ist der Zauberer. Venus ist überhaupt kein Sternzeichen.
Die Polizei verhaftete den Zauberer. Er war so wütend auf Kati, dass er sie in einen Frosch verwandelte. Noah probierte vergeblich alle Sprüche aus seinem Buch. Er ging mit Kati ins Gefängnis, um den Zauberer um Gnade anzuflehen. Dort sah Noah zwei Häftlinge. Er wusste, dass nur einer von beiden in der Lage sein würde, auszubrechen. Welcher? Der zweite, er hatte einen Löffel ohne Stiel. Den muss er verwendet haben, um das Schloss der Tür zu knacken. Der Zauberer willigte ein, seinen Zauber zurückzunehmen, aber nur unter einer Bedingung. Sie mussten sein Rätsel lösen. Wie viele Monate des Jahres haben 28 Tage? Kannst du Kati einen Rat geben? Die richtige Antwort lautet alle.